Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben noch 15 Spiele vor uns. Und ja, es gibt eigentlich nichts weiter zu erzählen. Einfach versuchen, weiterhin gut zu spielen. Mein Spiel nach vorne ist also mein Spiel nach hinten ist ein bisschen besser geworden auf jeden Fall. Ich konzentriere verteidigter, genau. Ich verteidige konzentrierter, würde ich sagen. Aber mein Spiel nach vorn, da bin ich auf jeden Fall nicht 100% zufrieden, weil ich weiß, auch im letzten Spiel habe ich da wieder ein, zwei Situationen gehabt, hätte ich viel besser ausspielen können. Einfach auch wieder zu hastig teilweise. Okay, das ist mal auch wieder eher ein moderates bis schwaches Team. Das gefällt mir gut, dass wir da nicht wieder das Überteam haben. 4-3-3. Klassische Verteidigung mit Innenverteidiger und Torhüter. Die Außenverteidiger habe ich jetzt gar nicht gemerkt. So, da haben wir also tendenziell sogar das leicht bessere Team. Nicht sehr viel, aber etwas besser ist es dann doch. Schöner Pass auf Sterling. Er hatte ja, glaube ich, auch Sterling im Tor. Im Tor, sage ich schon. Das nenne ich mal einen guten Start und das nenne ich mal einen geilen Abschluss von Lukaku. Erstmal ein geiler Pass von Sterling und dann dachte ich mir, jetzt schließt er einfach mal ab. Und ja, jetzt zeigt er mal, dass er einen richtig geilen linken Schuss hat. Er war gar nicht mal so hoch, aber in dem Fall halt ultra platziert. Sehr geil. Genau solche Tore, das war natürlich ein schönes Zaubertor und genau solche Tore habe ich eigentlich erwartet von Lukaku. Jetzt ist er mal frei zum Schuss gekommen, jetzt macht er auch mal so einen. Sehr geil. So und nicht anders. Ich hoffe, es geht so weiter. Oh, getunnelt, das war natürlich. Schon sehr lucky, dieser Tunnel. Ah, schade, aber ich musste, denke ich, probieren. Eigentor! Ach du Scheiße, was ist das denn? Krasseste Eigentor aller Zeiten, ey. Da wollte einfach nur zurückpassen und passt zu Straf und am Torhüter vorbei. Ach du Gott, was ist denn das für ein Spiel? Sehr geil. Flach ins lange Eck geschossen. Nur eben als Pass. Wie geil ist das? Ich würde sagen, das war's. Der Gegner ist mental jetzt so am Boden, das wird nichts mehr. Entweder bricht das sowieso jetzt ab oder. Eigentor Walker. Er hatte echt Walker als Außenverteidiger, das ist halt relativ teuer. Also er hatte ja eigentlich ein nicht so starkes Team. Also zumindest einige Positionen eher. Eher normal, nicht überragend besetzt, aber Walker ist halt einfach mal ein ultra teurer Außenverteidiger. Sehr geil gemacht von Sterling. Von daher, ja. Und es gibt halt ganz geile Alternativen, aber Walker ist halt schon hart. Ja, schade. Also in den letzten Jahren war es halt immer so, dass Walker vor allem einfach nur schnell ist und spielerisch war er definitiv nicht so gut. Aber dieses Jahr ist, glaube ich, das erste Jahr, wo er halt auch einfach spielerisch richtig, richtig gut ist, Walker. Also man merkt es halt auch. Ach, der war noch gar nicht draußen, dass der Ball. Ich dachte, der wäre schon draußen gewesen. Aber man merkt halt auch einfach, dass das sehr zweikampfstark ist mit dem richtigen Champions League Style etc. Also, das ist schon ein Unterschied zu den letzten Jahren. Jetzt aber gut verteidigen, das 2-0 in die Pause bringen, vielleicht sogar noch ein 3-0 draus machen. Schade. Oh, ich hatte schon auf Schießen gedrückt, da war die Ballkontrolle kurz weg und dann hat er halt die Eingabe gefressen. Aber eigentlich hatte ich halt schon auf Schießen. Kanté hat er auch gehabt, da bin ich blind gewesen. Habe ich auch nicht gesehen, dass er den hatte. Auch eigentlich ein teurerer Spieler, sehr merkwürdig. Ich habe irgendwie einen viel
das gedacht, viel preiswerter das Team. Kanté habe ich mir zum Beispiel nicht geleistet. Obwohl er bestimmt für Matic eine sehr, sehr gute. Und Gecesh für Matic eine sehr, sehr gute Alternative wäre. Ich weiß gar nicht, was er kostet, aber ich glaube auch mindestens 20.000, wenn nicht noch mehr. Ja, schönes Lackertor, herzlichen Glückwunsch. Ja, Ball hatten wir natürlich eigentlich schon. Aber egal, er bleibt dran. Schade, dass wir ihn jetzt wieder. Aber gut, was heißt wir? Also ich denke, das war ein Tor, da können wir relativ wenig für. Aber schade, dass er jetzt wieder durch dieses Lackertor stark gemacht wird. Einfach nach einer Ecke. Passiert nicht oft, aber manchmal passiert's. Aber einfach so weiterspielen, wir führen ja auch immer noch. Wechselt er jetzt schon? Jetzt können wir nochmal das. Jetzt können wir nochmal das Team angucken. Kanté und Mané. Okay, Mané ist, glaube ich. Ja, okay. Nee, Kanté habe ich übersehen. Walker habe ich auch übersehen. Ja, aber dann ist es wirklich die ganz, ganz klassische Abwehr mit Butland, Walker, Smalling, Bailly und Shaw. Sterling, Oxlade-Chamberlain ist einfach nur Pace. Ach, schade, dass dieses Gegentor gefallen ist. Aber ich denke, wir haben gut verteidigt bisher. Es war die einzige Chance. Das war nach einer Ecke. Von daher einfach anständig weiterspielen. Hat sich Lukaku leider ganz, ganz schlecht positioniert. Ich wollte natürlich einfach nur passen in den Rückraum, da steht Coutinho komplett frei. Schade. Gut gemacht von Shaw. Schwach, schwacher Pass und dann schwach mitgenommen. Geht auf jeden Fall besser. Hätte auch locker das 2-0 sein können. Können wir froh sein, dass es nicht 2-0 steht. Meiner Meinung nach wäre das auch nicht ganz verdient, aber. Es hätte auf jeden Fall das 2-0 sein können. War ein schwieriger Abschluss für Sterling, von daher. So, und jetzt kommt aber auch Dembele und Reus rein, um hier das 3-1 zu machen. Schade, Mann, dass wir das Gegentor gefressen haben. Das ist echt ärgerlich. Oxlade ist halt super schnell, sieht man aber eher selten im gegnerischen Team, weil er wahrscheinlich einfach nur schnell ist. Ich hab's geahnt, ey. Fuck you, Distanztor. Schöner Sonntagsschuss.
Und dann, ja, rutscht er ihm halt perfekt über den Fuß. Gute Höhe. Jetzt müssen wir Moral beweisen und das dritte Tor machen, würde ich sagen. Dass der Gegner hier ein 2-0 aufholt, gefällt mir natürlich überhaupt nicht, aber beide Tore nicht rausgespielt, muss man auch sagen. Also, oh, danke, Klein. Beide Tore nicht rausgespielt, also da können wir uns, brauchen wir jetzt uns keine wirklich großen Vorwürfe machen. Wir standen bisher in der Verteidigung gut und das erste Tor komplett lucky nach einer Ecke. Das zweite Tor aus 100 Metern Entfernung, Distanztreffer kann passieren. Und ansonsten haben wir halt gut verteidigt, ne? Und unser erstes Tor zumindest war auch gut rausgespielt. Das zweite, ja, können wir nicht dafür, wenn der Gegner schwach zurückgibt. Also es war halt einfach ein Fehler von ihm. Zu hoch. Hat er die Ballkontrolle noch nicht gehabt? Hätte er vielleicht noch einen Schritt gehen müssen, aber ich dachte, dann bin ich nicht mehr frei genug. Boah, knapp. Tempo verloren durch die Annahme. Schade, 2-0 geführt, jetzt haben wir echt wieder ein recht schwieriges Spiel. Gegner hat sich im Laufe des Spiels gesteigert, muss man so sagen. Schade. So, jetzt mal. Der Gegner hat zwei Lackertore, ich habe eins. Er hat auch eins nach einer Ecke, von daher wäre es nur gerecht, wenn wir jetzt auch noch eins bekommen. Und oh. Also Coutinho, muss ich sagen, macht mehr Spaß als Eriksen, aber macht jetzt auch nicht die Tore, ne? Muss man mal so sagen, oder die Scorerpunkte. Weiß auch nicht. Also ich kann irgendwie mit keinem ZOM bisher wirklich richtig zufrieden sein. Ich habe mich irgendwie hochgearbeitet von Firmino über Eriksen zu Coutinho. Es ist immer teurer geworden, aber wirklich mehr Scorerpunkte. Erzeugen die auch nicht wirklich. Also das ist mal so nebenbei. Fällt mir gerade so ein. Lukaku auch nicht 100% zufrieden, aber er hat gerade ein schönes Tor gemacht. Letztes Mal eine gute Vorlage und hat seine Daseinsberechtigung. Da macht auch keinen Sinn, jetzt weiter zu probieren, aber. Das nervt mich, wenn die so kurz spielen und es auch noch klappt. Luck.
Nice. So, jetzt mal noch ein Tor, das wäre echt geil. Oh, danke, Klein. Das machst du richtig gut. Okay, das hat er wieder gut gemacht, aber dass er da vorher weggeht, das war halt dumm. So, jetzt haben wir mal Platz. Der Schlenker war leider zu groß. Ja, und Matte, jetzt, wie ich es gesagt habe, er ist einfach teilweise zu träge. Was? Wir waren zuletzt dran. Extra Check schon vorher rausgeholt. So, letzter Angriff eventuell. Ich glaube, ich gehe da mal ins 4-3-2-1 rein für die Verlängerung. Ich werde mal ins 4-3-2-1 gehen. Vielleicht bringt es ja was. Also wir kommen einfach in der Formation gar nicht mehr durch. In der Mitte kein Durchkommen. Er verteidigt das Flügelspiel zu gut. Schade, er hat sich gesteigert und macht halt mit zwei Lackertoren da den Ausgleich. Ärgerlich. Aber ich, wie gesagt, ich bin zufrieden mit meiner Verteidigung. Das waren halt einfach Tore, die lassen sich gar nicht oder nur sehr schwer verteidigen. Schön den Ball angenommen von Reus. War ein normaler Pass, kein straffer. Kaku verkackt mal wieder die Ballannahme. Könnte sein, dass ich wieder wechseln muss, weil ich bin bisher gar nicht durchgekommen. Mist. Hat er Glück. Schieß doch einfach, auch oh Reus. Schieß, 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 schieß. Oh, das wäre der nächste Fehler gewesen. Fuck. Oh, Coutinho. Immerhin eine sehr gefährliche Situation haben wir erzeugt.
Lass es mal so. Ich riech nach Elfmeterschießen. Oh, ich habe das Gefühl, der Gegner schießt gute Elfmeter. Wobei, ich glaube, das kann man gar nicht fühlen. Also es war schon so oft so, dass ich gedacht habe, der schießt gute, der hat richtig scheiße geschossen. Oder ich gedacht habe, okay, der macht schlechte Elfmeter, macht die richtig gut, weil es kann ja auch manchmal einfach Glück sein, dass die gut oder schlecht sind. Oh, Mann. Komm. Machst da eine komplette Halbzeit. Mach da einfach ein Tor. Vielleicht sollte ich einfach mal das 4-1-2-1 probieren, fällt mir gerade so ein. Drecksacker, ey! Nur weil er dann nochmal an den Scheißball kommt. Fuck you! Oh, zum Kotzen. Geht er wahrscheinlich in Fünferkette rein oder so. Fuck, Mann! 2-0 führe ich und jetzt verliere ich ja das Spiel noch 3-1, wie's, 3-2, wie es aussieht. Nur weil er sich da diesen dreckigen Ball nochmal lackt. Fuck. Es wird, ey, das ist so unverdient jetzt, dieses, wenn er jetzt gewinnt. Das ist so unverdient. Die zwei Tore von ihm waren schon Schrott. Und jetzt macht er noch so ein Schrottding. Ich meine, es war im Endeffekt natürlich gut gesehen, dass er dann nochmal auf den freien Mann spielt. Aber dann schießt er dann noch irgendwie an Cech vorbei. Das ist schon mal wieder lustig. Oh, so ein Lacker, ey. Wenn so unsere Serie enden muss, dann ist es echt traurig, ey. Dreckig, die Baller danach durch. Das 4-2. Ja, jetzt stehe ich halt offensiver, dadurch wird es einfacher, damit ist das Spiel durch. Scheiß Lacker. Das Tor war als erstes rausgespielt von ihm. Herzlichen Glückwunsch. Trotzdem unverdienter Sieg. Ich gewinne halt die reguläre Spielzeit, wenn er sich nicht die zwei Tore lackt. Ganz einfach. Und dass er natürlich das eine Eigentor da macht. Dafür kann ich ja nichts. Also. Das ist ja nicht meine Schuld, dass er ja ein Eigentor spielt. Natürlich. Och, Vollidiot. Scheiße, Mann. Och, das ist rot oder was? Ey, die pfeifen jeden Dreck nicht und dafür geben sie rot. Komplett bescheuert, ey. Ach du Scheiße. Nichts wird. Also, ich krieg so selten, wenn der Gegner Frustgrätsch macht, gibt's so selten die rote Karte. Und. Bei dieser wirklich total, wie sagt man, bei dieser total ungefährlichen Grätsche, auch wenn sie vielleicht ein bisschen von hinten war, gibt es dann Rot. Komplett dumm. Ja, toll, toll. Lohnt sich ja komplett dieses 3-4. Fuck you. Oh, so eine Scheiße, ey. So eine unverdienter Niederlage. Und wie gesagt, das Schlimme ist, ich habe gut verteidigt. Ich kann mir und brauche mir keine Vorwürfe machen, was die Verteidigung angeht. Das ist das Schlimme eigentlich. Wenn ich wenigstens beschissen gespielt hätte und ich jetzt sagen könnte, fuck you, dich selbst. Aber nee.
Das Ding ist halt einfach, ich habe nicht scheiße gespielt, ich habe gut verteidigt. Die einzigen beiden Chancen, die er da zu Toren macht, das eine ist wie gesagt ein Distanzschuss, okay, krass, Distanzschüsse, ja, die gehen halt zehnmal nicht rein. Und dann halt nach einer Ecke. Nach einer Ecke kann leider immer mal einer reinfallen. Und in dem Fall waren wir sogar wieder dran, aber ich glaube, Bailly oder irgend so ein Trottel war es wieder, der den Ball nicht wegbekommt. Egal, nicht aufregen, komm, wir spielen weiter. Ich muss mir einfach bewusst werden, ich habe gut gespielt. Ich habe jetzt aus 11 Spielen mehr gewonnen als verloren. Das ist positiv mit der Premier League. Ich bin nicht eingespielt mit der Mannschaft. Ich macht mir nicht so viel Spaß, mit der zu spielen wie mit den anderen Teams. Und die Mannschaften sind auch, also das ist auch eine schwächere Mannschaft einfach. Von daher, ich stehe noch im Soll, würde ich sagen. So wie ungefähr jedes zweite Spiel gewinnen, das ist doch schon mal okay. Und vor allem in dem Spiel, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe gut verteidigt. Die einzigen Tore, die er geschossen hat, waren Lackertore zum 2-2. Dann das. Moment, war bestimmt der Wackelkontakt oder was? So. Dann das. Das 3-2 war auch ein Lackertor oder ein halbes zumindest. Und das 4-2 machte halt bloß aufgrund der Tatsache, weil ich dann halt auf sehr offensiv gestellt habe, damit ich halt noch eine minimale Restchance habe, noch ein Tor zu schießen. Und dass Matic dann natürlich den 3-4-Treffer in der 120. macht, ist natürlich auch wieder eine schöne Farce. Von wegen, ha, guck mal her, jetzt mache ich das Tor, wenn es nichts mehr bringt. Aber wie gesagt, was soll's, ich mache mir da überhaupt gar keine Vorwürfe. Ich habe zu Großteilen, also ich denke, gerade in der ersten Hälfte war ich der bessere Spieler, dann in der zweiten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel, aber aufgrund der Tatsache, dass ich halt in der ersten Hälfte besser war, würde ich sagen, wäre das auch kein unverdienter Sieg gewesen in den 90 Minuten. Hab nichts zugelassen. Ja, und dann lag sich der Gegner leider den Ausgleich und der Rest ist Geschichte. Von daher ist scheißegal, neues Spiel, neues Glück. Hier hat der Gegner ein sehr starkes Team. Hoffen wir mal, dass er spielerisch nicht so gut ist. Schade, das hätte ich anders lösen müssen, das Dribbling. Oh, zum Glück. Wieder Bailly in den Gegner reingeklärt, den Ball. Elfmeter? Ach, fuck you, ey. Das ist doch ein Elfmeter gewesen. Auch wenn er dann nur einen Kniefall macht, es ist halt ein Foul an mir. Er geht ja nicht umsonst auf die Knie. Das ist ein Foul an Lukaku. Schön gemacht von Sterling. Nochmal schön gemacht von Sterling. Okay, super aggressiver. Ich renne mal ganz, ganz schlimm auf den Gegner drauf, Spieler. Aber genau da muss ich jetzt die Ruhe bewahren, weil der macht irgendwann einen Fehler, weil er, weil es ihn irgendwann ankotzt, dass ich so ruhig spiele. Das ist eigentlich immer so. Hätte man noch einen Tick straffer aufziehen können, vielleicht hätte ich sogar auf Firmino weiterspielen müssen, aber insgesamt erstmal gut gespielt, guter Schuss. Aha, war kein Foul schon.
Das ist doch auch ein Foul. Pfeift da irgendwas? Hat er Karten mitgebracht? Oder wenigstens die Pfeife? Hallo? Also meiner Meinung nach jetzt zwei, drei Situationen, wo es halt eindeutig hätte Foul geben müssen und es gibt halt keins. Ja, da gibt er dann Foul. Ich meine, es war auch eins, klar, aber vorher halt auch dreimal. Mist, da hätten wir auch einfach den für Tschech lassen können. Da ist Tschech zum Glück da. Danke. Immerhin die Ecke ist. Und jetzt Lukaku, mach mal eins. Los jetzt. Du bist so groß. Oder der Herr fängt einfach weg. Sehr gut gemacht von Bailly. Schade. Oh, Freunde, das war schon wieder ein Foul, was nicht gepfiffen wird. Wenigstens mal etwas. Danke, danke, danke. So, den flanken wir jetzt mal schön. Und jetzt, Matej, ich mach's nochmal. Jetzt, wo es wichtig ist, bitte ein Kopfballtor. Oder Lukaku, der war gar nicht schlecht. Auch kein schlechter Schuss, aber zu unplatziert. Ach so, okay, ich wollte gerade sagen. Dann geht's. Wenn er abgefälscht war, geht's. Nice. Fängt doch gut ab. Scheiß Dreck. Lacker, ey. Warum Lacker? Guckt euch meinen Verteidiger an, wo der hinrennt. Ah, sieht man es nicht mehr. Mein klar, eigentlich ist der Ballverlust gegen Neymar, der ist halt dumm, aber. Ach komm, wir reden nicht drüber. Einfach ruhig sein, das hat beim letzten Mal geholfen, das Spiel dann noch zu drehen. Ich mache ja eigentlich das Spiel in der ersten Hälfte, ich habe die Chancen und er schießt das Tor, ey. Sehr geil. Gut, eine Chance hat er auch, fällt mir gerade ein, als Tschech gehalten hat, aber egal.
Oh, schöner Laufweg. Schöner Laufweg. Aber auch schöner Pass. Komm, wir lacken uns noch ein Tor. Oh mein. Oh hey, das ist zum Kotzen. Die letzten Spiele laufen wieder richtig geil. So ein Lacker, ey. Was war das denn? Das war eine Flanke. Ey, das war eine Flanke. Was war denn das wieder für eine Flanke? Man hat noch nicht mal den Punkt gesehen. So ein beschissener Lacker, ey, wie oft denn noch? Unglaublich, ey, so unverdient, das gibt's überhaupt nicht. Krass. Oh, ich hasse solche Spiele. Einfach jeder verfluchte Treffer. Den Bärbelsmann macht er gut, aber ich bin ja dran, ich stehe doch im Passweg, was soll ich denn noch machen? Und dann natürlich auch, dass Suarez natürlich dann das Ding aus der Drehung da reinmacht. Klar hat Suarez Qualität, aber. Die macht er auch nicht jedes Mal, aber natürlich in dem Fall geht er dann rein. Oh.
Ich spiele natürlich durch, klar. Na, das war schlecht, in die Gegner reingedreht. Lacker auf jeden Fall, Lackertore und individuelle Klasse. Das muss man hier auf jeden Fall sagen. Es ist so krass, ey. Boah, und Reus hat keinen Bock zu schießen, dieser Idiot, ey. Fuck. Ich habe zurückgezogen. Aber auch geil, wie jetzt dieser Abschlag wieder auf den Spieler vorn kommt, statt hinten. Und wie gesagt, warum Reus da nicht schießt, ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis, Drecksteam, Scheißlack.